Platz 1 erreichen. Weil da müssen wir wirklich dann schauen, dass wir wirklich stark genug sind. Passt. Dementsprechend hereinspaziert, hereinspaziert. Ja, kann ich nur das nehmen. B ist schon wieder ausverkauft. Fick dich. Aber kommt eigentlich aufs gleiche Preisgeld. Obwohl, da ist Speedrennen, da ist Straßenrennen. Ah, okay, wenn ich vielleicht dann doch ein anderes Wagen hätte, was vielleicht nur auf Speed ist. Am Pfenny! Pfenny gibt's auch. Ich bin jedes Mal der Schwächste mit der Klasse, oder was wollt ihr alle von mir? Seht gleich, dass ich nie Erster werde. Ah, das wäre ein bisschen übertrieben. Das ist dann schon wieder auf gierig angelehnt. Würde ich sagen, ja, der schaut wieder so schuckslaft aus, den nehme ich. Den ziehe ich aus, den Abend, Alter. Ich nehme jedes Geld von ihm, Alter. Sogar den letzten Set nehme ich von dem Geschissenen. Selbst den letzten Cent, oder quetsche ich noch extra raus aus ihm. Mit Scheiße gehen, der Wichser. Ja, ist ja nicht so deppert, vor lieber besser. So ein Glücksbus ist das immer von unserer Fahrerin. Dann zeig mal, was du kannst. Die will was von mir, hab ich gehört. Nicht schlecht, aber ich bin besser. Kannst du mich etwa abbringen? Okay, so geht's auch. Ganz mies. Ich hab grad gesehen, der ist jetzt gerade richtig Meier gegangen. Wie kann dieses scheiß verfickte Auto plötzlich so schnell sein? Beim letzten Mal, Alter, war der so lahmarschig. Bis zum geht nimmer. Ah, bevor der Turbo weg ist. Klar doch. Hoppa! Die haben Zeit da, aber da. Schön brav hinten bleiben. Schön brav dahinter bleiben. Bleib. Wie kann der plötzlich daherkommen, der Wichser? Bleib. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Lernen wir gleich mal wieder das Fliegen. Den Avara kann ich trotzdem nicht überholen, Alter. Fick deine Mutter, Alter. So schick Gas geben, alles dumm und dran, Alter. Ja, wir müssten sowas überholen. Sei mal nicht hab. Das habe ich auch noch nie in einer Need for Speed gehabt. Das ist. Fick dich! Dass ich so dermaßen gefickt bin. Jedes Mal. Bei jedem Rennen. Bist du narrisch? Ja, das war jetzt ein richtig scheiß Fehler. Ja, da werde ich jetzt sicher dafür gestraft. Es war ein Versuch wert, dass er sich einkastelt. Es war so ein schöner Versuch. Aber da kommt so, Maschallah. Ja, nice. Schön einkastelt lassen. Du überholst mich ja eh nicht. Geschissen, dann fick dich. Du überholst mich nicht und dann das. Super, danke. Hat sie erledigt. Hat sie in dem Fall definitiv erledigt. Ah, wenn ich mich nicht so geschissen in die Kurven reingeklickt hätte, hätte ich es ja geschafft. So, voller Boost. Oh, yes. Hilft mir mal überhaupt nichts. Leiband. Hilft mir ja wirklich überhaupt nicht, Alter. Leg mir am Arsch. Das bitte für ein Boost, Alter. Schau dir den an, Alter. Nicht einmal ansatzweise eine Chance. Was ist hier los? Ich würde gerne mal wieder meine alten Rennen hier schaffen mit lauter Ansatz, da. Immer erstplatzierte, da kriegst du mal gar nichts, kriegst den Scheißdreck. Du kannst froh sein, dass du vielleicht Dritter bist. Wissen wir, geht's? Ja, mir geht's eh gut. Aber jetzt eher ein bisschen mehr geschlafen, da passt es dann eh wieder. Hab schön brav alles vorbereitet für heute wegen die Videos. Brauche mich um heute nichts mehr kümmern oder sonst was. Freue mich schon wieder ins Fitnessstudio, wenn ich in der Früh dann wieder gehe. Also alles gechillt, alles chillig. Das ist noch nicht vorbei. Alter. Ich verstehe das nicht, oder wie die das machen mit diesem Schwierigkeitsgrad. Das ist ja abnormal. Manchmal fast wirklich gut. Und du kannst es trotzdem nicht. Du kannst trotzdem nicht ankommen. Wie würden die das mit Absicht machen, dass du ja nicht der Erste bist?
Und ich hoffe, dir geht's aber auch gut. Auch in der Schule und alles drum und dran. Ja, Hauptsache ist nicht Zweiter. Das ist wichtig. Ja, das ist schon wichtig. Hauptsache nicht Zweiter. Und da kriegen wir wenigstens ein paar Punkte zusammen. Und bei der Quali ist wichtig. Bei der Quali ist extrem wichtig, dass wir da wenigstens dann auch den ersten Platz kriegen. Also auf das will ich definitiv hinarbeiten. Oh, ob es was Neues gibt. Ja, weißt du, ich tue mich da immer wieder jetzt ein bisschen herumexperimentieren, wie ich halt quasi die Streams oder den Kanal besser und kreativer und geiler gestalte, muss ich definitiv sagen. Möchte mir auch für mich privat mir eine Apple Watch Ultra kaufen. Bin ich mir aber ehrlich gesagt extrem gierig. Erstens dafür und zweitens, ich will nicht so viel Geld für eine Uhr ausgeben, weil das ist krank, was da für Preise. Gerade Apple mit die Preise ist extrem krank. Das ist so ein bisschen so, ich lege mir jetzt fast jeden Tag einen Zehner auf Zeiten. Einfach so, damit ich das dann irgendwann zusammenkriege, das Geldmäßige her. Aber mir tut das halt extrem weh. Mir tut das extrem weh, aber ich hätte es halt extrem gern. Weil ich benutze sie wirklich fast jeden Tag. Man sieht sie auch im Fitnessstudio. Ich finde das halt geil, dass du zum Beispiel wirklich extrem auf das Trainieren und alles drum und dran noch ist. Dass du sogar zum Beispiel Herzrhythmusschlag sogar mitverfolgen kannst. Du kannst den Blutzucker messen. Du kannst das messen. Das ist krank, was diese Uhr drauf hat. Aber sei mir nicht aber bei 1000 Euro. Mit 1000 Euro kann ich so viel machen. Da kann ich sogar auf Urlaub gehen. Und das sogar für mehrere Tage und alles. Da denke ich mir so, Alter, schade ums Geld. Wirklich schade ums Geld. Wenn ich es geschenkt kriege, oder wenn ich das Geld geschenkt kriege, ist es wieder was anderes.